Hallo, ich grüße euch auf meinem Kanal. Ja, ich habe ja mit Marvel und so weiter eigentlich nicht so viel zu tun, aber dieser Handschuh, der sieht einfach geil aus, muss ich sagen. Und deswegen habe ich mir den auch gekauft. Ich war gestern bei Lego, ich hatte ein paar WIP-Punkte, die ich einlösen wollte und zudem noch ein wenig die doppelten WIP-Punkte nutzen, die noch bis gestern im Store galten und bis heute, glaube ich, im Online-Store gelten. Und ja, da habe ich den jetzt, der ja eigentlich 70 € kostet, quasi dann für 55 bekommen, weil ich hatte 15 Euro noch an WIP-Punkten, die ich einlösen konnte. Und dann war das eine gute Geschichte, weil jetzt habe ich mit einem knapp 100 € Einkauf insgesamt nochmal 1400 Punkte wieder gemacht. Also ich hatte 2,1 eingelöst. 2100 Punkte, also das ist ein ganz guter Deal, glaube ich, gewesen. Und ja, der gefiel mir einfach, unabhängig davon, was jetzt dahinter steckt. Thanos Handschuh mit diesen Infinity-Steinen. Ich kenne den Film nicht, ich kenne keine Details. Hier gibt es halt diese Schnipsposition, also da kann er wohl einiges auslösen mit. Jo, das sieht man hier auch nochmal auf der Verpackung ganz gut. Hier sieht man auch, wie groß er ist, dass er quasi 31,9 cm in der Höhe insgesamt hat, wenn man die Finger ausstreckt. Ja, wir haben für diese 70 € 590 Steine und es ist halt in der 18+-Serie erschienen. Das ist alles fein und dann gucken wir nochmal in die Anleitung rein, die auch recht edel gestaltet ist. Kleineres Format, weil die Box ist natürlich auch jetzt hier in diesem etwas ja nicht gewöhnlichen Format, sage ich mal, so wie diese Köpfe auch von Star Wars. Und hier haben wir den Designer, der Carter Lucy Baldwin, Luce Baldwin, wie auch immer man ihn ausspricht. Ja, ganz nette Posen hier und er versucht halt auch diese Schnipsposition hier nochmal darzustellen. Und dann haben wir drei Bauabschnitte. Hier bauen wir natürlich erstmal quasi so die Stütze, den Ständer des Handschuhs, der ja dann quasi so oben aufgesetzt aussehen soll. Und dann sieht man halt hier, wie man hier diese einzelnen Seitenteile anklipst. Hier sind lauter C-Clamps. Und hier sieht man auch schon ganz gut, hier leuchtet es immer so ein bisschen weiß durch und das waren halt hier am Rand diese weißen C-Clamps und das verstehe ich auch nicht, wieso Lego die da genommen hat. Zumindest hätte man die grau nehmen müssen und da ich das direkt umgehen wollte, habe ich jetzt hier von den weißen C-Clamps einige über, weil ich habe sie nämlich entsprechend mir gespart, habe sie ersetzt. Genauso ersetzt habe ich, das würde man allerdings auch nur sehen, wenn man den Handschuh komplett rumdreht. Hier werden einmal eins Round Plates in Blau am Anfang verbaut. Jetzt fällt mir hier meine Lampe um. Zack, zack. Und zwar sieht man die aber auch nur, wenn man das Ganze so umdreht. Und da habe ich jetzt goldfarbene genommen, weil ich die noch hatte. Also hier würde man dann blau sehen. Jetzt kann man auch noch mal so ein bisschen hier reinlinsen. Ihr seht, ich habe ein paar von diesen weißen C-Clamps gelassen, weil die auch vollflächig abgedeckt werden. Aber gerade die im Randbereich, die habe ich halt durch Grau oder Schwarz ersetzt. Hatte ich Gott sei Dank noch genug. Und jetzt kann man auch hier so in die Seiten reinschauen, ohne dass da irgendwas weiß rausblitzt. Denn weiß ist hier halt ein sehr harter Kontrast. Ansonsten ist der Handschuh aber wirklich sehr schön gestaltet und da gibt es eigentlich nichts, was einen stören könnte mehr. Ja, der glänzt natürlich toll. Also die Steine sind vom Finish her wirklich brillant, muss man sagen. Die sind auch so ein bisschen matt, obwohl sie natürlich auch glänzen. Aber sie sind vom Finish her eher so matter und dadurch sieht man auch nicht jeden Fingertapser. Also das ist schon toll und mit diesem Dark Tan, das ist ja so ein bisschen Stoff, denke ich mal, was das dann darstellen soll. Und das andere ist halt nochmal so Gold überlegt. Also man hat immer so ein bisschen diese Dark Tan-Struktur.
Hier außen sieht man die besonders und dann ist es halt mit Gold verziert. Ja, also Anleitung hat, gucken wir nochmal, wie viele Seiten haben wir da? Da sind wir bei der Seite 100, nein, nicht 195, da werden noch die, beziehungsweise 96, da werden noch diese Infinity-Steine, also bis 97 geht es, Bauschritt 148, so, jetzt haben wir es. Da sieht man noch, wie zuletzt diese Steine gebaut werden. Bleiben also auch ein bisschen über. Also hier diese 8 Sieklemmen muss man eigentlich abrechnen. Dann bleibt eigentlich, und diese 4 blauen auch. Dann bleibt, das habe ich ersetzt. Und das bleibt über. Das ist halt so das Normale, was man gängigerweise überbehält. Bauen gab es natürlich keinerlei Probleme. Für 18 plus das Namensschild des Handschuhs ist ein Print, das ist schön. Für den Preis erwartet man das natürlich auch eher. Ja, und hier sieht man halt, wie dann die Finger nach und nach dann oben angesetzt werden. Beginnt mit dem kleinen Finger und die sind wirklich dann auch so anatomisch konzipiert, dass man hier sieht, okay, kleiner Finger ist wirklich auch hier der kürzeste. Dann haben wir den Zeigefinger, der noch ein bisschen größer ist als der Ringfinger. Und ja, oder ziemlich identisch ist. Und dann den Mittelfinger natürlich. Ja, und dann kann man hier natürlich die tollsten Positionen machen. Also klar, diese etwas böse Pose ist natürlich möglich. Und dann kann man das Ganze natürlich auch zur Faust formen. Und das schmiegt sich halt unheimlich schön an, die Finger. Und wenn wir ihn dann so mal umdrehen, haben wir halt dann so die Faustmöglichkeit. Hier ist ein Kugelgelenk für den Daumen. Das heißt, man kann den auch entsprechend drehen. Man könnte ihn jetzt auch ziemlich weit vornehmen. Und wenn man das jetzt hier noch so ein bisschen gestaltet, dann hat man hier so eine runde Fassung des Ganzen. Also wenn man jetzt so theoretisch ein Loch anzeigt, so Okay-Zeichen. Das lässt sich alles mit diesen Fingern wunderbar darstellen und wie man es am liebsten möchte, kann man es natürlich dann auch ins Regal stellen. Und ich finde, fürs Regal ist es wirklich ein ganz tolles Exemplar. Ja, also schön viele Nexonite-Schilde mit in Gold, dann auch hier diese Dreiecksteile, alles schön in diesem Goldton. Farblich wirklich toll gestaltet. Was ich mich noch hinterher gefragt habe, warum jetzt hier quasi noch diese Baurichtungsumkehrer, diese Winkelsteine mit verbaut werden, weil das gibt jetzt hier eine Struktur, wo man eher sagen würde, ja, da müssten eigentlich noch hier diese drauf, diese Goldbarrensteine, hätte ich mir so vorgestellt, aber da sind definitiv keine vorgesehen. Man sieht es auch hier auf dem Bild. Ich glaube, das soll einfach so ein bisschen diese Handschuhstruktur nochmal sein. Man hat ja auch auf Arbeitshandschuhen teilweise nochmal so ein paar, ja, so wie Noppen drauf, um eben einen besseren Griff zu haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach darstellen soll. Ansonsten wirklich toll. Macht auf jeden Fall optisch richtig was her. Ja, das soll's zu Thanos Handschuh. Den Infinity Gauntlet in Englisch sein. Ich kann halt zu Thanos und zu diesem Avengers Marvel, nicht Avengers, Marvel, ich kann auch nicht mal den Unterschied. Ja, da kann ich euch nichts zu sagen und da verrate ich auch nichts. Mich kann man da nicht spoilern, weil im Prinzip ich gar nichts weiß dazu. Ja, aber hier geht es einfach um das Optische, finde ich. Und das ist hier definitiv gelungen. Klar, preislich, wenn man jetzt sagt, 70 Euro dafür, ist natürlich noch mal teurer als die meisten Köpfe von Star Wars, die man ja so ein bisschen hier in diese Richtung mit vergleichen kann, auch von der Teilezahl her. Aber ich finde, diese Teile hier sind natürlich auch super geil. Also da muss man mal sagen, schon Respekt. Eine Kleinigkeit habe ich noch, das kann man glaube ich von hinten dann noch eher sehen oder vom Inneren her.
dass diese Finger hier immer so ein Doppel-C-Clam haben, aber hier nur vier Aufnahmen da sind. Da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass man da jeweils zwei Aufnahmen macht, weil man hat in der Anleitung hinterher so einen. Mal gucken, ob ich das so schnell finde. Da hat man so eine Leiste, genau hier ist sie, die man da baut und die dann hier angebracht wird, wo eben nur diese vier sind. Es wäre aber durchaus möglich gewesen, da nochmal mehr reinzusetzen. Vielleicht mache ich das auch noch, weil so haben die Finger vielleicht noch ein bisschen mehr Beweglichkeit. Aber ich finde, das hätte man durchaus machen können. Hier, hier, hier und hier. Im Prinzip das komplett mit diesen Aufnahmen zu füllen. Ihr seht, da ist immer eine Lücke quasi dazwischen. In der Mitte sind es dann sogar zwei, weil man es eben versetzt aufsetzt. Und ja, das ist aber jetzt vielleicht ein Teile sparen bei Lego gewesen. Vielleicht haben sie sich aber auch ein bisschen was dabei gedacht, dass es so ein bisschen eine mehr Beweglichkeit noch der Finger gibt. Aber die sind wirklich bombig dran, also da kann man jetzt nicht meckern. Die sind, weil die sich auch gegenseitig so ein bisschen hier mit Sicherheit einklemmen. Aber das ist jetzt echt Jammern auf hohem Niveau, würde ich sagen. Und von daher kann man das ja, wenn man möchte, noch umgestalten. Vielleicht mache ich das auch noch. Mal sehen. Gut, das soll es dann aber jetzt wirklich dazu gewesen sein. Ich finde, unabhängig vom Thema, ist das auf jeden Fall ein prachtvolles Exemplar, was man aus Noppensteinen anfertigen kann. Und von daher finde ich es absolut stark und würde mir das auch sicherlich wieder kaufen. Gut, dann würde ich mich über einen Kommentar, Abo und so weiter freuen, falls noch nicht passiert. Kommentar immer gerne. Ich antworte eigentlich auch auf die allermeisten Kommentare, wenn es dann auch irgendwie darum geht, irgendwie eine Frage zu beantworten, wie auch immer. Okay, das war's jetzt wirklich und ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao, ciao.